kann das Gold hier direkt einschmelzen, aber es bringt halt dann nur ein Barren. Und da drüben bringt es zwei. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Wir haben jetzt 81 Ingots drin. Ich schmeiß mal einen rein. Das dauert ein bisschen, ja. Gucken wir währenddessen das da rein. Den Builder's Wand da rein. Bisschen aufräumen hier. Item Jacks brauche ich auch nicht so häufig. 24 Crucibles. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir die alle aufbauen können. Allein die ganzen Netherracks dafür würden eine Weile dauern. So, 81 Ingots. Ich glaube, da steht gleich 83 und nicht 82. Ja, 83. Also die Dinger einzuschmelzen ist absolute Verschwendung. Und die anderen Dinger können wir nicht einschmelzen. Das ist ein Problem. Wirst du weniger? 82 Blöcke. Nö. Warum arbeitest du nicht? Doofes Ding. 22 Blöcke. Worauf steht da Molten Bronze? Das ist echt, weg mit dir. Dahin. Hin mit dir. Hin mit dir. 22. Komm schon. Ja. Okay, haben wir ein Buch. Bock. Questbook, Bock. Nee, ich brauche ein stinknormales Buch. So. Wenn du das nicht so machen willst, dann halt so. Jetzt müsste dein Buch rauskommen. Tada, still working and you. Okay. Und jetzt fangen wir an, diesen Haiofen zu bauen. Weil ich habe keinen Nerv mehr auf diesen ganzen Friemelkram hier. Und im Haiofen soll es ja keine Legierung geben. Da, mach Gold. Wenn du schon nichts tun hast, dann mach Gold. Hast du mal auch Sealed Stone drin. Okay, dann hole ich das Gold halt damit raus. So, so, so. Also Buch, erklär mir, wie man Haiofen baut. Bla, bla. Scorch Bricks. Okay, wie mache ich Scorch Bricks? La, la, la. Stahl, Pick, Iron, Scorch Brick. Brauch Bricks und Seared Stone. In einem Basin. Das heißt, ich müsste jetzt hier ganz viele Bricks reinschmeißen. Nein, kein Gold. Kein Buch. So, Brick. Und dann darüber das Seared Stone schmeißen. Gucken wir. Macht er nicht. So vielleicht. Jo. Aber wir haben halt nur eine durchbekommen. Und es ist ein wenig lästig, das so zu machen. Ja, es geht. Aber wir werden sehr viele davon brauchen. Problem ist, also es gibt auch ein Rezept für die kompletten Bricks, also die Bau-Bricks und nicht diese kleinen Item-Bricks hier. Aber wir werden die normalen Bricks hier brauchen, um die ganzen Kontrollmodule zu bauen. Das heißt, ich stelle erstmal davon ein paar her, baue damit dann die Kontrollmodule. Also so ähnlich wie hier die Tanks und die Controller. Und dann, wenn wir das eigentliche Ding bauen, dann können wir ruhig das andere Rezept benutzen. Also, Scorched. Scorched Drain, Scorched Duct. Creepy Chiseled. Nein. Hier, welche Rezepte gibt es damit? High Oven Controller, braucht 8 Stück. Scorch Drain, Fluid Input Output. Okay. Davon brauchen wir also auch. Wir brauchen mindestens 8, wir brauchen mindestens 14. Scorch Duct. Wir brauchen 20.
Deep Tank? The main component of the Deep Tank. Deep Tank weiß ich gerade nicht, was es macht. Aber na gut. Wir können schon mal den Controller bauen. Du, weg. So, Controller ist gebaut. Das heißt aber auch, wir brauchen jetzt wieder mehr Scorched Stone. Wenn wir es wirklich in Massen herstellen wollen. Du raus da. Und wir brauchen viel mehr Clay. So, so, so. Also Gold kommt raus, das kommt raus. Wir könnten das auch automatisieren, ne? Also die Brick-Produktion bräuchten wir nur wieder. Nee. Ich weiß nicht, ob das geht. Also wir könnten hier wieder so ein Fluidakt hinstellen, dass die Flüssigkeit oben reinkommt. Ich weiß aber nicht, ob wir da von der Seite den Gegenstand reinquetschen können, so. Nicht Gold. Oh. Schön, du hast jetzt gerade eine Form gegossen für Bricks, weil du dachtest, dass noch mehr. Das Gold muss. Warum wird das weniger und wieder mehr? Weil hier schon wieder so ein Ding rumglitscht, das ist doch doof. Also ja, das Ding mag ich eindeutig nicht, das macht viel zu viele Probleme. Weg mit dir. Du warst mal wesentlich stabiler von ein paar Versionen. Nicht du. Du. So, Gold rein da. Du raus da. 32. 9, 18, 27 passt. Weg. So, wie viel Kobbel haben wir? Nicht mehr so viel. Das muss hier alles eingeschmolzen werden. Wir brauchen ganz viel Sea and Stone. Das ist schon krass. Also wir haben jetzt so einen hohen Gravel-Verbrauch unten, um an das Iron-Erz zu kommen. Dass die ganzen... Ja genau, so einen hohen Gravel-Verbrauch. Und dadurch haben wir einen recht hohen Kobbel-Verbrauch. Also unser Kobbel-Generator kommt nicht hinterher. Wobei wir da ja einfach einen zweiten aufstellen könnten. Und ich lasse mich wieder ganz schön ablenken. Eigentlich wollte ich was vollkommen anderes machen, ne? Ich wollte hier die Pulverizer aufstellen. Aber ja, ich habe auch gesagt, dass ich mich ebenfalls um die Smeltery kümmern wollte. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, 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 so. Weil um die Smeltery kümmern heißt, wir bauen jetzt etwas, das, damit wir die Smeltery nicht mehr brauchen. Also nicht wirklich brauchen. Wir werden sie immer noch brauchen für Legierungen. Aber die können wir notfalls auch, glaube ich, mit dem Induction Smelter da unten herstellen. Weil so ist das einfach viel zu nervig. So. Büchli, komm mal her. Was brauchen wir? The High Oven is a multi-block structure. You will need a smeltery and the following materials. High Oven Controller. Scorch Drain, Scorch Struct und Faucet. Das heißt, wir können jetzt gleich schon anfangen mit den größeren Dingern da. So. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Genau, sehr schön. Jetzt ist nur die Brick-Frage zu klären. Das heißt, wir müssen unten den Clay Generator wieder anschmeißen. Das warst du, oder? Klick. Einmal Klick. So, du funktionierst jetzt wieder. Clay. Clay weg. Wasser. Clay. Clay weg. Ja, sehr schön. Das geht ganz schön schnell. Können wir aus dem Clay direkt so einmachen? Also ich guck mal nach schnellen Möglichkeiten, Bricks herzustellen. Nö. Ganz einfach. Nö. Man muss immer erst die hier herstellen. Das könnten wir wenigstens im Redstone Furnace machen, aber ich, ja. Und ich sollte was essen zwischendurch. Oder trink, essen, schlürfen, wie auch immer. So, was ist mit dir, komisches Gerät hier vorne? Ich glaube, dich benutze ich gleich mal. Du brauchst Strom. Okay.
Dann baue ich dich mal ab. Stelle ich dich da an, wo Strom ist. Dann hätte ich gerne ein Rezept für dich, dass du aus Clay-Blöcken Clay-Klumpen machst. Mehr nicht. So, Strom hast du schon mal. Yeah. Ja. Cyclic Assembler. Schematic. Ah, hier. Okay. Ich hätte gerne Clay. Und ich brauche noch einen Exporter für das Ding, aber das kommt dann später. Da ist Clay. Ach, das geht damit gar nicht, weil man es gar nicht zerlegen kann. Da brauchen wir die Rechtsklicker für. Na gut, aber dich haben wir auch schon mal angeschlossen. Hauptsache anschließen, das ist egal, ob wir es brauchen oder nicht. Diamanten werde ich... Doch, Diamanten müsste ich bekommen, weil wir ja Gravel durchsieben. Für Diamanten haben wir 13. Emeralds auch. Okay, ich hätte gerne ein... Wie hießen die Klicker nochmal? Autonomous Activator. Jo. Oh, was fehlt da? Kiste und Servos. Servos habe ich hier im Inventar. Zusammen mit ganz vielem anderen Kram. So. Kohle kann auch da rein. Ein Wassereimer kann da rein. Feuerzeug brauche ich nicht. So, und Kisten. Das Problem hatten wir doch schon mal, ne? So. Warum kann ich dich nicht rausnehmen? Du? Achso, weil... Was zur Hölle ist mit dem Ding da? Autonomous Activator. Zwei Stück. Okay, also einer... Und den Hopper, den wir vor zig Folgen gebaut haben, der die ganze Zeit im Inventar rumgegammelt hat. Hopper, da, dich brauchen wir auch noch. Und dann noch eine Kiste, danke. Also Kiste, das, dies, das, blubdiwupp. Okay. Und Platz. Platz wird das nächste Problem sein. Also hauen wir es einfach hiermit hin zu den diversen Maschinen. Hier in die Ecke. Das kann eh alles weg. Du, geh mal dahin, du geh mal dahin, so. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Ich hätte gerne einen Autonomous Activator hier. Der setzt... Rechtsklick, Clay. Hätte ich gerne hier einen Autonomous Activator. Den drehe ich. Und du links klickst Clay. Also was da geplatziert wird. Oben drauf kommt das Ding. Darauf kommt die Kiste. Du brauchst noch einen Ausgang. Oben. So. Jetzt müssen nur noch B und N füllt werden mit ME-Zeug. Das heißt, wenn ich die jetzt hier reinschmeiße, werden die nach und nach zu Klumpen verarbeitet. Klumpen werden oben reingesaugt und ich kann sie nachher abholen. Das ist sehr gut. Also noch nicht vollautomatisiert, aber nimmt mir schon mal Arbeit ab. Dann muss ich meine Diamant... Spartengeschichte nicht ausgraben. Also, ich hätte gerne Clay. Was? Achso, wir haben nicht genug da. Wir haben keinen Dust mehr. Okay, Iron. Ich werde jetzt wieder etwas tun, was ich in zig Folgen wieder nicht so toll finden werde. Ich werde jetzt wieder anfangen, das umzustellen, das System. Dass wir Dust herstellen, weil ich es auch für Clay brauche. Und ich hoffe mal, wir haben jetzt schon genug Eisen. Ja, okay. Wir brauchen ein Gravel für Testzwecke. Habe ich. Okay, wir brauchen einen Sand für Testzwecke. So. Du exportierst Kobbel, das ist okay. Du exportierst ab sofort nur noch Gravel. Und du exportierst ab sofort nur noch... Oh, ich habe keinen Sand mehr. Das ist Mist. Das müsste gleich kommen. So, Gravel. Okay, gib mir Sand, gib mir Sand, gib mir Sand. Ich habe keinen Sand. Gib mir Sand, gib mir Sand, gib mir Sand, gib mir Sand, gib mir Sand. Ich habe Sand. Du exportierst Sand. Warum wirst du nicht abgesaugt?
Wir haben noch hinten die. Ja, hinten sind die Ausgänge. Basic Importer. Ups. Zwei Dust. Es staubt sich. Haben wir noch irgendwo anders Ausgänge? Nee, nur hinten. Das verstehe ich gerade nicht. Hier wird ganz normal Dust produziert, aber auch nicht abgesaugt. 12. 13. Ja, staut sich alles. Warum? Hallo, ihr habt da Basic Import Busse.